Eines Abends setzte sich ein alter Mann zu mir und erzählte: Weißt du, mein Sohn, irgendwann einmal, kurz nach diesem gewaltigen, allerletzten Knall, wenn es auf der Erde nur mehr große, nackte Steine gibt, mit einer fettigen, schwarzen Rußschicht bedeckt, wird ein großes, weißes, strahlendes Raumschiff landen. Irgendwo zwischen dem ehemaligen Los Angeles und dem verdampften Schwarzen Meer. Und diese fremden, hochgewachsenen Wesen werden Pillen an Bord haben, die sie uns Menschen als Geschenk überreicht hätten. So wie man immer, wenn man irgendwelche Wilde besucht, ihnen kleine Geschenke überreicht. Pillen gegen die Traurigkeit hätten sie uns geschenkt, wenn wir noch da gewesen wären. Stell dir vor, mein Sohn, sagte der alte Mann ganz traurig, wunderbare kleine Pillen gegen die Traurigkeit. Thank you.
dann plötzlich wird einer von ihnen was rufen. Er wird rufen, dass er was gefunden hat. Und das wird ein alter, verbeulter, kleiner Filmprojektor sein. Mit einem eingespannten Film. Ja, warum nicht? Sagte der alte Mann. Und sie werden sich freuen, die hochgewachsenen fremden Wesen. Sie werden warten, bis es dunkel ist und den Film auf ihr strahlendes, weißes Raumschiff projizieren. Und sie werden sehr staunen, denn sie werden einen Mickey-Maus-Film sehen. Einen Mickey-Maus-Film mit Donald Duck, Kater Carlo und Goofy. Und diese fremden, hochgewachsenen Wesen werden in ihr Raumschiff steigen und sagen, sie waren lustig, diese Menschen. Sie haben lustig ausgesehen. Sie haben lustig gesprochen. Wir hätten unsere Pillen gegen die Traurigkeit völlig umsonst überreicht. Thank you.